Ja, willkommen zurück zu Spiel 408. Kid Dracula. Nicht Kid Icarus. Das ist quasi, ich weiß, chronologisch weiß ich es gar nicht. Castlevania 4 auf dem Game Boy. Nein, nicht wirklich. Aber es ist ein Vampirspiel von Konami, das offiziell, glaube ich, auch laut Lore Teil der Castlevania-Serie ist. Und auch ein, es ist ein sehr gutes Spiel, das möchte ich schon mal sagen. Es macht mir sehr großen Spaß. Wir haben keine Musik im Intro, aber der Soundtrack ist gut, die Steuerung ist gut. Es ist halbwegs abwechslungsreich. Es ist auch hier und da ein bisschen fordernd. Und ja, ich habe Bock drauf, auf jeden Fall. Ein Vetter von dir. Wieso? Bist du auch ein Kind? Ein Namensvetter? Ich weiß gar nicht, wie Kid Dracula heißt, ehrlich gesagt. Oder heißt der Asgard? Wahrscheinlich nicht. Da ist er. Jeder Spieler hat Retro-Achievements. Deswegen sind wir jetzt wieder auf Emulator unterwegs. Ihr Vampire müsst zusammenhalten. Verstehe. Kid Dracula ist Kid Dracula. Ey, da haben sie sich aber was einfallen lassen. Das ist schon sehr kreativ. Also, auf den Namen wäre ich nicht gekommen. Also, Dracula, Respekt. Ich meine, hier Alucard. Kid Dracula. Nicht schlecht. Gibt's auch Kid Alucard? Norbert Günther. Ja, er sieht ein bisschen aus wie ein Günther, oder? So mit seinen Haaren. Na, eher nicht. Ja, es ist ein sehr gutes Spiel. Ich freue mich drauf. Es ist allerdings hier und da gar nicht so leicht, habe ich zumindest gemeint, gesehen zu haben, als es Sofatier gespielt hat. Ich bin gespannt. Es gibt eine NES-Version, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre ein Game Boy-exklusives Spiel. Aber scheinbar nicht. Famicom. So, Timer läuft. Nintendo-exklusiv, ja. Okay. Es gibt Passwörter. Die brauchen wir hoffentlich nicht. Ich kann die Musik ein bisschen lauter machen. Master, that Garamoth, he's... Where's Garamoth? Es hat seine Momente. Oh, ich blitze so komische Augen. I thought I got rid of him. Ich versuche halt, diese Spiele immer zu vergleichen mit anderen Gameboy-Spielen. Und da sticht das auf jeden Fall hervor. Oh, well, never mind. This time I'll trash him. For good. Weißt du, sowas hätte ich mir bei Pocahontas vielleicht mal gewünscht. But Master, this time he's much stronger than he ever was. You'd better watch out and prepare well for battle. You've memorized all the magic spells, right? Yeah, the magic spells, right. The only one I remember is bat. Turn into a bat and go anywhere. Watch the time, though. You've forgotten all of the other spells, Master? Well, I'm sure I'll remember them when the time comes. 10.000 Jahre in der Zukunft? Oh, ich habe keine Ahnung. Who cares? Ja, ich meine, ich finde das ganz schön, dass sie einem jetzt so eine Art Tutorial geben, dass du halt so eine Fähigkeit hast. Aber die Story ist halt wieder so richtig generisch. Irgendein Bösewicht. Hatte der Game Boy Color eine Sprachausgabe? Naja, du kannst ja jetzt so, also auch Game Boy-Spiele hatten teilweise eine Sprachausgabe. Mir fällt nur gerade kein Spiel ein. Ihr Boxel zum Beispiel. Da kam dann so, yeah, wenn du Level geschafft hast. Jetzt habe ich gar nicht gelesen. Mach die Story. You might want to join Garamoth.
Hihihi. Mortal Kombat auf dem Game Boy, eine Sprachausgabe? Wir hatten ja gerade den ersten und den zweiten Teil nochmal gespielt. Oder nur der dritte? Gestöhne auf dem Game Boy? Ist ihr sicher? Ja, wir sind hier Kid Dracula. Wir können springen, weniger hoch und auch höher. Und wir können schießen. Wir können auch unseren Schuss aufladen. Das geht sehr schnell. Da hat man so einen super Schuss. Und auf Select kann man unten links seine Waffe wählen. Also wir haben quasi gerade einen Normalschuss. Und auf Select kann ich jetzt hier Bad wählen. Wir haben nur Normal und Bad. Bei Bad kann ich immer noch schießen. Aber wenn ich es auflade, kann ich mich halt eben hier zur Fledermaus machen. Unten sieht man dann aber einen Timer. 5 Sekunden. Nach 5 Sekunden wird man automatisch wieder zurückverwandelt. Wir haben 3 Hitpoints. Wie viel Leben man hat, weiß ich gar nicht. Und wir können Münzen sammeln. Über die Münzen kann man dann ultimativ extra Leben kriegen. Man kann diese Münzen auch grinden. Das werde ich aber wahrscheinlich nicht machen. Australisches Nein. Was? Sagen die Noir? Beste Gamerspiel aller Zeiten, Cave Noir. Cave Noir? Ist das ein Homebrew? So, ja, man hat es gerade nicht gesehen, ich habe gerade eine Münze gesammelt. Hier sieht man es jetzt vielleicht besser. Nicht jeder Gegner droppt Münzen. Aber, ja, wie gesagt, die Gegner respawnen. Ich habe gerade einen Gegner getötet aus Versehen. Das heißt, man kann es grinden. Aber wie gesagt, wir machen es erstmal nicht. Vielleicht später, wenn es wirklich notwendig wird. Ja, das ist ein Checkpoint gewesen. Man kann auch nach oben schießen. Das ist sehr praktisch. Das machen wir mal. Wir sind direkt im Clock Tower. Castlevania-Freunde sind direkt glücklich. Ja, hier können wir einen Lebenspunkt wieder herstellen. True Lies. True Lies haben wir schon durchgespielt. Das war doch dieser Top-Down- Shooter, oder? Ja, VOD gibt es. Wie gesagt, also, man kann sich da so ein bisschen durchhangeln. Also, du kannst zum Beispiel, unten in meiner Info ist mein YouTube-Archiv verlinkt. Da kannst du alle VODs noch, kannst du da dir anschauen von der ganzen Challenge. Wenn du Void Stranger mitbekommen hast. Nee, habe ich nicht mitbekommen. Japanisch? Ey, vielleicht... Ich müsste schon mal so ein japanisches Hidden Gem. So einen japanischen Hidden Gem Stream machen. Cave Noir. Aber das heißt doch dann nicht Cave Noir, oder? Sondern hat irgendeinen komischen japanischen Namen. Echt? Okay, interessant. Ja, jetzt sind wir quasi im ersten Level, glaube ich, von Castlevania 1. Das Herz, da wäre jetzt eine Vollheilung. Brauche ich nicht. Aber man kann das hier mal kurz zeigen, ne? Die Gegner respawnen, wie gesagt. Und ich denke, ja, man kann hier jetzt Coins farmen. Aber, also ich mache das jetzt mal so, dass ich vielleicht 20 habe nach dem Level. Aber es kommen ja noch ein paar Gegner. Ich glaube, ich brauche das nicht. Hat eine Fan-Translation, aber brauchst du nicht. Die ganzen Shogi-Spiele und Anime-Games. Ja, die JRPGs sind halt, ja, also bin ich der allergrößte Fan von JRPGs auf dem Game Boy, weil die halt sehr, sehr simpel sind. Aber es gibt schon ein paar coole Plattformer, die wir nicht bekommen haben. Und oder irgendwie sowas halt. Und da wäre ich halt sehr dran interessiert. So, hier brauchen wir zum ersten Mal Bat. Man kann auch vorher schon abbrechen. Man muss nicht für 5 Sekunden warten. Es gibt ein Pokémon ab. JRPG auf dem Game Boy. Ich glaube, du meinst Bomberman. Weil Pokémon, klar. Pokémon sind ja alles irgendwo RPGs. Aber Bomberman, es gibt, nee, ich glaube, oder war das Pokémon, oh, wie hießen die? Pokémon Red und Blue? Das
Aber auf dem Game Boy Color. Ey, Theron, vielen Dank für 14 Bits. Ja, das kann sein. Kommt hin, glaube ich. Ey, vielen Dank für 14 Bits. Guten Tag. Ja. Ich habe ja ein paar Dinge offstream gemacht. Also nur für YouTube. Und, ja, bei 400 hatte ich dann quasi so einen kleinen YouTube-Blog gemacht. Das kommt ungefähr hin. Ich überlege gerade, ob wir noch auf 30 irgendwie grinden sollen, aber ich glaube, es ist jetzt schon zu spät. Ja, 2 pro Spiel. Das ist, damit ich mir am Ende von dem Geld einen Döner holen kann, Joggle. So, wir sind jetzt beim Boss, beim ersten. Ganz witzig, der Boss. So ein kleiner Typ. Oh, shit. Den wir jetzt hier mobben werden. Und dann läuft er so weinend weg und dann kommt sein großer Bruder. Shit. Und wenn man den getötet hat, dann geht er auch heulend weg und dann kommt der Großvater. Aber der kann nichts. Der stirbt an Altersschwäche nämlich. Spirits of Halloween Mastered. Who? That was you? Warum ging es automatisch weg? Nee, PS2 werde ich nicht alle Spiele durchspielen, Daniel. Wenn, dann alle PS3-Spiele, aber das wäre mir auch zu lang. Den haben sie aber entschärft. Inwiefern? Inflationsbedingt müsste ich da wohl ein Vielfaches drauflegen. Ja, ja, wobei 8 Euro, 800 Bits oder 900 sind es ja dann. Das ist 9 Euro für einen Döner, kommt schon hin. Son Goku? Ist das nicht so einer von Dragon Ball? Ich habe keine Ahnung. Betrayed me and went over to Garamoth's side. Wasn't it bad? What? Oh, wie süß. That was... Oh, I'm sorry, Master. Can you ever forgive me? One cannot easily forgive a traitor, bad. Oh. Gib mal Anti-Gulag. Da hast du. But I'm always honest to you, Master. It just happened. I have no time to play around. I'm a busy person. Oh. Okay, ich hätte ja mit vielem gerechnet, aber nicht mit dem. Okay, Japan. We get it. Oh, Mann. Besser, dass etwas verändert wurde. Es ist aber einfach so sinnlos. Master, you are about to go after Garamoth now. If so, will you please take me? Anyone who goes over to his side this time is going to get it. If that's alright with you, then you can come along. Yes, I shall join you with pleasure. And my other bad friend will help too, Master. Wait for me. Oh, wie süß. Wait, I'm coming too. Boah, der Nerd. Take me too. The bat attack force has become your ally. They will help you anytime you want. Hello!
Hello, kid, Dracula. If you are in trouble, these can help you. You'll need 2 coins to try for more coins. You'll need at least 10 coins to try for another Kid Dracula. What is your wish? Also ich werde nie, also eigentlich würde ich nie um Coins spielen, aber ich mach das mal, damit ihr es mal gesehen habt. I want coins. Get additional coins by guessing the correct number. 2 coins per play. Give it a try. Ja, es ist quasi Roulette. Eine Fledermaus mit einer Brille irgendwie auch nur so lange sinnvoll, bis man drüber nachdenkt. Ja, sind die nicht alle blind oder so? Doch, oder? Bad Attack Force Assemble. Ja, wir machen einfach mal die 2. Beziehungsweise, ja, also man kann auch noch auf mehr ne, so gehen, aber ich mache jetzt mal nur 2, komm. Das wird auf jeden Fall die 2. Naja, knapp. Ja, das war das. Was wir aber wollen, ist Leben haben. Ne? Leben ist immer gut. Und dann kann man jetzt hier, es gibt 4 Minispiele, um Leben zu kriegen. Welches man bekommt, steckt aber hinter einem Minispiel. Genau, das ist nicht Roulette, es ist Tourette. So, und das Spiel D ist sehr cool. Deswegen, ja, nehmen wir D. Weil wir wollen Jump and Pop wollen wir haben. So, wir gucken auf D. So, D ist ganz rechts. Einer meiner lieblingsdämlichen Tropes ist, wenn man alte Shoot'em-ups hat, wo man Helikopter spielt und den dann im Weltraum landet. Wo gibt's denn sowas? Helikopter im Weltraum? Was ist denn da so ein Beispiel? Ja, Jump and Pop. Good luck. Oh, es gibt Achievements für alle. Oh. Jump with A or B in order to pop the balloons. Timing the release of the button will help you to jump higher, Kid Dracula. Ja, wir müssen hier diese hellen Ballons treffen. Und dann kriegt man Leben. Shit. Hä? Wie geht denn das? Wie geht denn das? Okay. Ich stelle mich nicht besonders gut an. Shit. Man kann auch A einfach gedrückt. Oh, nein. Ich kann auch A einfach gedrückt lassen. Okay, das war kein gutes Spiel. Good job, you got 4 up. Way to go, Kid Dracula. Das Ding ist, es gibt halt Achievements für die Minispiele, aber ich weiß nicht, wie die anderen funktionieren, ehrlich gesagt. Gekirindan. Okay, für was ist das? Für ein Gameboy auch? Ach. Grab Bat. Okay, wir versuchen mal A zu nehmen. A ist links. Yo, Fuku Blue. Vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen zu dieser Gameboy-Sause. Sonic Wings Limited. R-Type Final und noch ein paar mehr. Arcade. Ja, ist schon. Ja, aber man darf halt über Videospiellogik, da darf man natürlich nicht lange drüber nachdenken. Your wish is sure to come true by playing Grab Bat. Good luck. Grab Bat. Wave a net in the air to catch as many bats as you can. For every 5 you capture, you get 1 up, 2 up and 4 up. What? Wer followed, hat dieses Wochenende Glück. Ja, ey, wer followed, hat am Montag Feiertag. Are you ready, Kid Dracula? Ja, wie mach ich denn das?
Wie mach ich das? Wie mach ich das? Das ist scheiße. Fuck. Ey, das ist schwer. Popo-Spiele mit Mike. Vielen Dank für deinen Follow. Genieß deinen Feiertag am Montag. Okay, ein Leben, ey. Aber wir hätten ja zwei Leben bekommen, hätte ich nur einen mehr gehabt. Ja, jetzt haben wir halt nur noch 5 Coins. Deswegen spielen wir mal weiter. Ja, ey, Daniel, ich hatte ja überlegt, ob ich am Montag spontan einen Stream mache, wo ich Bibelspiele auf dem Gameboy zeige. Aber es gibt keine Bibelspiele auf dem Gameboy. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich am Montag Zeit habe. Also ich kann es noch nicht sagen. Kid Dracula's Castle. Wir haben jetzt 7 Leben. Schon mal nicht schlecht. Ja, wir haben jetzt hier unten links auch nämlich die neue Attacke. Ja, das haben wir ja gerade bekommen. Das ist schon wieder 10 Minuten her gefühlt. Und damit können wir jetzt hier ein bisschen, das hilft uns in dieser Stage ein bisschen. Wir könnten halt auch ein paar Coins farmen wegen der Minispiele. So, hier muss man aufpassen. Die ziehen einen rein. Ich brauche hier die Bat, weil hier oben ist ein Herzcontainer. Ja, und hier, wenn man in die Bäume reingezogen wird, da links, dann kommt man unten wieder raus und verliert ein bisschen Progress. Ja, ich glaube, also wenn ich auf Bibel spiele, dann gehen würde, das wäre dann, würde ich eher im 8-Bit-Bereich bleiben. Also sprich, die NES-Spiele oder so nehmen. Aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, waren die halt auch nicht besonders gut. Also ich weiß gar nicht, ob ich mir damit einen Gefallen tun würde. Also beziehungsweise ich weiß, dass ich mir damit keinen Gefallen tun würde. Super 3D Noah's Ark. Ja. Ist halt leider auch kein gutes Spiel. Also auch Wolfenstein 3D war ja jetzt nicht so der Bringer auf dem Super Nintendo. Ja, hier coole Pflanzen. Shit. Wäre zu hart getroffen. Aber ich kriege auch Coins und das ist mir wichtig. Für noch mehr extra Leben. Kann ich auch treffen? Nee, ne? Shit! Doch, kann ich. Interessant. So, Folge halt, weiter geht's. Bam! Du spielst Arche nur und musst Tiere einsammeln und die Arche packen. Ja. Ne, du. Das ist ja immer nur ein Sprite-Swap von Wolfenstein 3. Also, ich weiß gar nicht, wie es heißt, auf dem Super Nintendo, aber ich glaube auch Wolfenstein 3D. Und das spielt sich nicht besonders gut. Bibelspiele, sowas wie Castlevania. Ja, sowas wie Kid Dracula. Prost, Jamsch! Einen wunderschönen Samstag dir und auch dir frohe Ostern. Wobei, frohe Ostern, das ist ja erst morgen. Aktuell hängt ja der Zimmermann einfach nur ab. Linda hoch 3 again. Für PlayStation kannst du spielen, da sammelt man Tiere für die Arche und das Spiel ist tatsächlich geil. Ah! Ah! Ey, warum soll ich Tiere retten, wenn die mich hier töten? Ey, Moment, es war ein Baumstamm. Okay, ja. Ey, da kommt der Baum. Ey. Wo kommt der plötzlich her? Frech, wie du über ihn redest. Naja, was hat denn der Jesus jemals für mich getan? Ja gut, Feiertag.
Ja, okay. Ja. Eigentlich schon ein ganz cooler Typ, so. Genau, und ist am Singen. Linda Cube ist mega. Fan-Translation. Aber ist das... Also, klingt jetzt nicht so komplex, dass es eine Fan-Translation bräuchte. Morgen mal den Monty reinziehen. Ja, das wollte ich eigentlich gestern machen, aber irgendwie bin ich nicht dazu gekommen. Okay, interessant, Joggle. Er hat dir eine Wohnung geschenkt und Gameboy-Spiele. Das wüsste ich. So, wir fliegen hier mal durch. Weil... Shit! Shit! Wieso? Wieso war ich denn auf normal? Ich war doch auf Bad! Boah! Death Counter. Ey, meine ganzen Fehler, die ich... Also, das sind alles nur individuelle Fehler. Alles ein RPG. Verstehe. Ja, er hat verlängertes... Ja, das ist wirklich so. Er hat verlängertes Wochenende für mich gemacht. Er ist für mich gestorben, möchte ich fast sagen. Dass das Cover mit Paint gemacht wurde. Naja, so schlecht sieht das doch nicht aus. Ja, stimmt. Ey, eigentlich richtig clever von mir, heute Kid Dracula zu spielen. Vielleicht sollte ich tatsächlich am Montag so ein Castlevania-Marathon machen. Jeder Zombie größer Jesus. Okay, wir dürfen jetzt hier nicht sterben. Das war ziemlich dumm von mir gerade. Ich lasse mich hier vorher schon immer zurückverwandeln, damit ich nicht in den Fisch reinfalle. Das kennt man ja an Karfreitag auch mit den Fischen. Das ist ja alles, hat ja alles Hand und Fuß hier gerade. BDSM für die Allgemeinheit läufig gemacht vor allem. Shoutouts auch grundsätzlich für den Vampir-Mythos, wo sie einfach angefangen haben, im Dorf rumzuerzählen, dass der reiche Graf den Leuten das Blut aussaugt. Oh scheiße, wir haben hier nur 25 Münzen, sehe ich gerade. Aber naja. Der Axtmörder. So. So nämlich. Er kommt aber wieder als Shotgun-Mörder. Wie ich mich da immer treffen lasse. Okay, das war's. Aber zwei Leben verloren? Hätte besser laufen können. You remember the magic. Homing Attack. Ja, okay. Ich will halt die Achievements haben. Das ist jetzt ein bisschen mein Nemesis, aber ich denke, ich zieh's durch. Gab so einen Film, wo Jesus Zombies erschaffen hat und diese danach unter anderem mit einem Sägefisch besiegt. Bist du sicher, dass du das nicht geträumt hast? Das klingt sehr wild. Moin Bernie! Schönen guten Samstagabend. Einfach mal Hadoken auf den Axtmörder schießen. Ja, das ist der Vorgänger von Street Fighter hier. Street Fighter 1. Viele Leute denken ja so Street Fighter 2. Man hört ja immer noch Street Fighter 2, ne? Was war eigentlich Street Fighter 1? Hier sind wir. So, wir brauchen B. Pissed of Jesus. Slasher. Du wolltest doch schon vor 2 Stunden einkaufen gehen. Und moin. Hab ich vorhin gesagt. Ey, moin Tara. Ich glaube, ich hab's gar nicht gesagt, oder? Guten Tag. Ja, wir haben heute schon Progress gemacht. Wir haben heute schon Jimmy Connors Tennis abgeschlossen. Und Pocahontas.
Und ja, jetzt versuchen wir uns hier an Kid Dracula. Ja, ich will B haben. Stick'em. Stick'em. Dann müssen wir uns krass jetzt hier konzentrieren. Ich nehme den Pokéball zweiter von links. Your wish is sure to come true by playing Stick'em. Du bist gerade schon wieder zurück. Und jetzt einfach hat es ja so viel Spaß gemacht, das Einkaufen. Habe aber zu viel eingekauft, also konnte ich nur ein Sixpack Cola mitbringen, nicht zwei. Ja, da musst du jetzt halt überlegen, ne? Das muss jetzt bis Dienstag reichen. Sie kann gut mit den Bällen spielen. Ja, ich war auch heute Morgen um so um 8:30 war ich einkaufen, da ging's noch. Du warst heute schon unter dem Meer. Hast du Ariel geguckt? Good luck! You must place your swords into the holes and hope the skull does not pop off. If you are able to put in 4 before it pops off, you get 1 up, 7 swords in, 2 ups and 9. Okay, wir müssen ihn jetzt... Ey, das ist ein Saufspiel für Kinder? Es kommt halt darauf an, wie weit du da jetzt noch hinreisen musst, Slash Life. Ja toll, das ist halt Glücksspiel, was soll das? Ein beliebtes Spiel in Japan. Ich finde das auch cool. Aber das ist doch scheiße jetzt. Zufall. Okay. Und 4 Stück, bevor ich ein Leben kriege. Habe in Hamburg die Touri-Route genommen und bin durch den alten Elbtunnel gelaufen. Achso, du war aber keine Touri-Führung, sondern du bist einfach durchgelaufen. Deutsche Looping Louis, deutsche Krokodok. Ein Leben! Genau, da war es ein Pirat, genau. Aber das kenne ich halt auch wirklich nur als Saufspiel. Ich habe es als Kind wieder nie gespielt. Einfach da lang gelaufen. Ah, verstehe. Einfach da lang gelaufen, wo die Touris normalerweise sind. Stick'em! Es gibt auch noch Achievements für den Erfolg, den man hat. Auf Zufallsbasis? Ja, genau! Naja, immerhin ein Achievement bekommen. Kokodok habe ich auch gegrindet ohne Ende. Hop-up-Pirat. Ja, dann spielen wir auch noch Spiel C. RPS. Zweite von links. Und dann spielen wir nur noch D. Weil das ist viel einfacher. Da kriegst du so viele Leben. RPS. Rock, Paper, Scissors? Nein! Paper covers rock, rock smashes scissors, and scissors cut paper. Choose with the plus key. And start with the A button. If you win, you can attack with A or B. If you lose, defend your with down or left. What? The game is over when you win 5 times or lose twice. Don't jump the gun, kid. Dracula. Was soll ich machen? Achso, ich hab Zeit. Mach Brunnen. Brunnen gibt's nicht. Muss Brunnen. Also, der könnte schon mal die Fingernägel schneiden. By the way. Wie soll ich das? Alter. Schere Steinpapier gegen die KI. Ja, danke für nix! Ich möchte nicht drüber sprechen. Nimm Spock. War leider auch nicht dabei. Scheiße. Naja, dann spielen wir halt weiter. Forest.
eine halbe Stunde zwei Level geschafft wegen diesen ganzen blöden Minispielen. Naja, wir haben jetzt hier die Homing Attack. Die ist ganz cool, aber man muss wissen, dass sie auch ziemlich scheiße ist. Weil, solange die fliegt, kann man nicht schießen. Also kann man nicht nochmal schießen. Das heißt, wenn der Homing nicht trifft, ist man wehrlos. Oh, die Wolken sind aber ganz schön fröhlich. Bei denen ist schon 1. April. Ja, ich weiß nicht. War jetzt kein großer Fan von Schere, Stein, Papier. Naja, aber vielleicht haben wir ja wieder 20 Münzen gleich und dann können wir krass viele hier Coins kriegen. Leben. April, April. Ja, ich bin ja mal gespannt, ob am Montag der Stefan Raab aufersteht. Ich hoffe doch. Ich hoffe, ihr habt alle ihm bei Instagram gefolgt. Instagram. Njung. Ich habe auch kein Instagram. Aber, ja. Ich habe nur gehört, dass man ihm da folgen soll, damit er wieder zurückkommt. Ich muss ein bisschen... Eigentlich muss ich mich ein bisschen konzentrieren, weil das ist gar nicht mal so... So ganz so easy, hier durchzukommen eigentlich. Also eigentlich ist es easy. Man muss sich halt nur ein bisschen fokussieren. Und, reagieren, wenn irgendwas kommt. Ja, ey, das, ich habe mir das nicht angeguckt. Ich habe nur bisher davon gehört, von der Passion. Das scheint ja wirklich, da scheint sie ja wieder den Vogel abzuschießen mit. Ja, genau. Rabigram, Instagram, eigentlich alles das Gleiche. Nee, aber Stefan Raab hat auf Instagram, da hat irgendwie zwei Posts und einer ist dieses Video, wo er zu Elton sagt, dass wenn er bis zum 1. April 9 Millionen Follower hat, dann macht er wieder... Dann macht er wieder so Influencer. Dann fängt er an mit Influencer-Videos. Ah, okay. Interessant. Bin gespannt, was da noch kommt. So, hier kommt ein Gegner, aber den kann man ignorieren. Wenn man sich gut hinstellt oder gut platziert auf den Kanten, dann trifft er einen nicht. Ich glaube, das war nicht gut genug. Oh Gott. Aber wenn er einen dann doch trifft, dann stirbt man. Das ist natürlich ein bisschen gefährlich. Aber ultimativ kann man ihn dann ignorieren. Shit! Da habe ich mich vertan. Nein! Ja, so schnell kann es gehen. Eigentlich auch witzig, wie TV Total damals von Neo Magazin so zerlegt wurde, dass sie danach aufgehört haben. Aber das habe ich gar nicht so mitbekommen. TV Total habe ich super selten geguckt. Nur die anderen Shows von ihm immer gesuchtet. Und halt damals auf Viva war ich großer Stefan Raab-Fan. Ja, Elorn-Level. Kein großer Fan. Aber wir haben es gleich geschafft. Ich wechsle schon mal auf Homing-Schuss. Denn der Boss ist nah. Wir haben nur 10 Münzen. Wieso haben wir nur 10 Münzen? Naja, wir gucken mal, dass wir den Boss schaffen. Achso, hier kann man auch theoretisch ja Coins farmen. Das ist halt genau das. Man weiß bei diesem scheiß Homing-Schuss halt nicht, wo er hingeht.
Stirb! Ja, es ist Ostern, deswegen bekämpfen wir Eier. Okay, wir haben über 20. Nice! Moin, Uhu! Nee, Kid Dracula hatten wir noch nicht. Das verwechselst du vielleicht gerade mit Sofatier. Der hatte das vor kurzem gespielt. Böhmermann und Co. haben einen Fake-Clip hergestellt, der angeblich gezeigt hat, wie im chinesischen Fernsehen blamieren oder kassieren geklaut wurde. Okay. Ey, Böhmermann ist das auch. Mir könnte niemand egaler sein. Ich bekomme da gar nichts mit. Also ich bin mir sicher, dass ich es noch nicht gespielt habe, ja. Und ich bin mir auch sicher, dass Sofatier das schon gespielt hat. Deswegen vermute ich mal, dass du das daher denkst. Rassismus nicht verkneifen. Achso, ja, verstehe. Ja, wir machen Leben. Aber diesmal nehmen wir die Jump and Pop und holen uns ganz viele Leben. Genau, das ist der Castlevania-Ableger. Ja, ja. Also es gehört offiziell zur Castlevania-Reihe. Ein Leben. Ey, das ist so viel einfacher, hier Leben zu bekommen. Ich habe jetzt schon 3 Leben. Ist schon heftig. Ja, 5 Leben. Oh, wir haben den denn nicht getroffen. 3 Leben, ey, 9. Also, sorry, aber das ist unverhältnismäßig geil. 16 Leben. Und das Schöne ist, wir können es gleich nochmal machen. Jump and Pop, nur original mit Pickelhaube. Ey. Hier, warte mal. Joggle hat vorhin ein Bild gepostet. Ich guck grad mal, ob ich es wieder finde. Wahrscheinlich aber auf die Schnelle gar nicht unbedingt. Doch hier, ich hab's. Hier. Auf dem NES. Nur in Japan haben sie noch ein bisschen, sind sie noch die Extrameile gegangen. Genau, das mit dem Geist. Genau, genau, genau. Oh, schön direkt vorbei. Die Runde läuft gerade nicht so gut. Ja, als ob ich sie nicht treffe. Okay. Ja, da hatte ich gerade mehr Glück. Habe ich 0? Ne, 1 Leben habe ich geholt, ne? Immerhin. Ey. Ne, 3. 3. Ja, ne? Aber ist schon, weiß ich nicht. Aber gut, in Japan ticken die Uhren halt anders. Thundercloud! Ja, 24 Leben ist schon nicht schlecht. Ja, wir haben jetzt eine neue Fähigkeit bekommen. Die werden wir gleich sehen. Wir können jetzt an der Decke entlang schlawinern. Das ist notwendig.
So, Checkpoint. In dem Level kann man sehr, sehr gut Coins farmen. Ich hab's nicht unbedingt nötig. Deswegen mal gucken, ob ich's mache. So, hier brauchen wir es jetzt nämlich. Upside down. Man kann auch die Waffe wechseln, während man Start drückt. Das ist sehr cool. Oh, hätte ich aber nicht machen sollen. So. Und hier kann man jetzt sehr gut Coins farmen, weil diese Fässer geben jedes Mal ein Coin. Man muss nur hier stehen und die ganze Zeit nach oben feuern. Dann kann man das machen. Ich sag mal so. Ich werde es nicht machen. Jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir 20. Der Cheezler, ja. Wollte ich gerade sagen. Aber nicht abgeleitet von Cheetah, sondern von Käse. Okay, wir holen uns 30. Aber so leicht ist das Spiel auch gar nicht. Ja, also ich muss das hier machen, damit ich das Spiel auch schaffen kann. Also tatsächlich ist es gar nicht so schwer, so leicht. Aber es ist auch nicht schwer, finde ich. Warum 30 da gehen? Ja, das Problem ist, wenn man so viele Coins holt, dann muss man ja auch so oft die Minispiele machen. Und das dauert ganz schön lang dann auf Dauer. Also ne, das ist schon... Ich will nicht ständig hier, dieses Minispiel machen. Aber was ich machen möchte ist, ich möchte hier den Herzcontainer holen. Healthy Kid Dracula. Alles klar, Schnuba. Dann, ja, vielen Dank für deinen Lurk. Und viel Erfolg bei dem, was du tust. Ich glaube, jetzt kommt schon der Boss. Nice. Erstmal vorbeischießen. War mir persönlich sehr wichtig. Oh, wieso steht denn da links? Okay. Weg ist er. Zweite Phase, sehr leicht. Ist ein kleiner Roboter. Sensen Cooper. So, da einfach warten, bis er seine Hand macht. Und dann hoch. Schießen, 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 schießen. Dann fällt man irgendwann runter. Aber das ist zeitlich genau, nachdem er seine Hand da gemacht hat. Und dann wartet man einfach und macht das gleiche wieder. Das geht auch deutlich schneller. Aber das ist die sichere Variante. Da kann der einem gar nichts. Ja, und jetzt können wir wieder dreimal das Minispiel machen, um noch mehr Leben zu bekommen. Eigentlich unnötig. You remember the bomb. You can now break down walls. Wir haben einen sprechenden Fernseher. Kid Dracula, you are doing well to get this far without being harmed. A message from the castle has arrived. Moin, Lord Hämchen. Schönen guten Abend. A master, you seem well and much stronger too, but you've still got a long way to go. From here on in, use the bat umbrella loved by your father. I've taken good care of it in your absence, so it may be of some use to you. I have just given it to Bat, so it should reach you any minute. The Bat Umbrella you have gotten
Ist ein sehr situatives Ding. Protects you from enemy bullets. Alles klar, Bernie. Dann bis später. Viel Erfolg bei dem, was du tun möchtest. This is a very important umbrella for account. Take care not to lose it. So long, Master. I shall await your safe rat. Return. Vermutlich. Long time no see, Kid Dracula. Last time you defeated me. But I won't be so easy this time. You will understand true fear when you meet Garamoth. You'll always be just a child. Ha 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 ha. No, I'm a kid, not a child. What would you like this time? Ja, ey, eigentlich. Wir ziehen das durch. Wobei, eigentlich will ich auch gerne nochmal Stick'em spielen. Ich meine, da kriegt man ja ein Achievement, wenn man das gut macht, denke ich. Und hier haben wir schon neun Leben geholt. Vermutlich besser wird's nicht. Aber ich spiele, also ich bin auch jetzt, also mittlerweile. Alter, das ist schwer. Wie habe ich das denn vorhin gemacht? Jetzt habe ich dir die gejagt. Boah, drei Leben. Naja, sieben Leben, sau okay. Boah, ich überlege gerade, ob ich das jetzt mache oder später. Ich meine, wenn ich die Leben nicht brauche, die Coins, ich weiß nicht, ob ich die verliere, wenn ich ein Leben verliere. Aber ich glaube nicht, nur wenn ich Game Over gehe. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich Game Over gehe, ist gerade nicht besonders hoch. Wir wollen Stick'em. Aber das Minispiel ist auch unnötig. Ganz ehrlich, das ist so einfach. Lass mich doch einfach auswählen, was ich machen möchte. Prost, Toy Solo! So, das ist jetzt leer. Okay, Stick'em! Ich meine, es ist sowieso random. Kann man auch einfach hier durchgehen. Oh, genau! Ja, good try, auf jeden Fall. Komm, wir machen erstmal nichts. Oh, das Level. Das ist so ein Aufzug, auch so ein Autoscroller. Kein großer Fan davon. Aber wir gucken mal, wie es klappt. Natürlich mit Gegnern auf dem Weg. Alles andere wäre ja schade. Shit, das war dumm. Nein! First try! Aber es kommt noch ein Boss. Ja, so kleine Aliens, die aus, also, naja, große Aliens, die aus kleinen Raumschiffen rausspringen. Das ist die erste Phase. Und dann erinnern wir uns, dass wir Bomben bekommen haben. Die brauchen wir jetzt. Gegen diesen Typ. Oh, fuck. Aber das ist ein einfacher Typ. Also, der Boss ist sehr leicht.
Phase 2 geschafft. Phase 3 folgt zugleich. Hier müssen wir die Bomben auf den Kopf schmeißen. Auch nicht besonders anspruchsvoll. So, bam. Bam. Mecha Garamoth Mastered. Ich glaube, diese Mastered-Sachen kriegt man, wenn man nicht getroffen wird. ja, keine Ahnung. Ich will eigentlich... Nee, komm, wir machen direkt weiter. Space Elevator. Level 6. Ich glaube, es gibt 8 Level. Also wir haben schon relativ viel geschafft. So, hier brauchen wir... Upside... Wir können, also hier könnte man auch mit dem... Fledermaus... Mit der Fledermaus-Sache durch. Na? Shit! Okay, egal. Wir kriegen ja hier jetzt wieder ein Herz. Einfach dreimal. Damit konnte keiner rechnen. Naja, das war unnötig. Die respawnen nämlich. Jetzt haben sie ein blödes Pattern. Naja. Okay, sehr cool. Es läuft sehr, sehr gut. Ja, man, das finde ich ganz interessant. Ich habe ja gesagt, der Regenschirm ist sehr situativ und nicht nur ist es so, ja, und zwar für dieses Level hier. Man kriegt den sogar vorausgewählt für die Leute, damit die Leute auch wirklich wissen, okay, hier brauche ich den Umbrella. Da ist er auch schon. Und dann können wir hier nämlich uns schützen vor diesen ganzen Vulkanausbrüchen. Und nicht nur das, in diesem Level kann man damit auch die Gegner töten. Und das macht es zu einem sehr leichten Level. So, und jetzt kommt, glaube ich, schon der Boss. Nehme ich hier die Attack. Bat Attack. Auch ein eher leichter Boss. Weil er hat immer das gleiche Pattern. Sind immer die gleichen Bodenplatten, die runtergehen. Wenn man das beachtet, dann ist das schon sehr einfach. Kirin Mastered. Und 36 Coins. Na ja, komm, dann machen wir jetzt mal wieder hier ein Minispiel. Das gönne ich mir. Komm, nochmal Stick'em. Und diesmal stecken wir ihm alle Schwerter rein, die es gibt. Ey, wenn das jetzt wieder rechts oben ist, ne, dann bin ich traurig. Hm.
Da stellt sich die Frage, ob das immer rechts oben ist. Oh jawohl, direkt vorbei. Shit. Unten war einer. Shit. Drei Leben. Ich hab den getroffen. Shit. Komm ich nicht hin, ne? Oh. Jetzt sind die im Weg. Naja. Zwei Leben noch geholt. Noch ein Leben. Komm, einer geht noch. Oh yeah. Neun Leben. Okay, aber was ich jetzt probiere, ist trotzdem nochmal Stick'em. Ich meine, da gibt es bestimmt noch ein Retro-Achievement für. Wir haben 40 Leben. Sollte eigentlich reichen, um das Spiel durchzuspielen. Noch zwei Level. Ich meine, ja, das sind die schwersten natürlich, aber 40 Leben. Ja, als ob! Was ist denn das für ein Scheiß? Naja. Level 7. So, wir nehmen uns die Bomben und töten die ganzen Minenarbeiter hier. Wir müssen hier nämlich uns durch die Wände bomben. Das ist das nervigste Level, wie ich finde. Oh! Aus Gründen. Aber wir haben ja nach dem Level nochmal die Chance auf extra Leben. Warum erinnert der Wald im Hintergrund an Arschbacken? Wo war denn der Hintergrund? Oder war der jetzt in der Overworld? Hier sehe ich gerade keine Arschbacken. Ich will auch Arschbacken sehen. Ah, hier. Das da. Okay. Keine Ahnung. Also, ich sehe da keine Arschbacken. So, ja, Coins brauchen wir eigentlich keine mehr. Aber ich sag mal so, 20 wären trotzdem nicht schlecht. Dass, falls jetzt noch irgendwas Dummes passiert, dass wir nach dem Level noch ein bisschen Leben grinden können. Ach, komm schon. Und durch. Jetzt siehst du die auch? Hä? Aber vielleicht, weil... Guckt ihr auf dem Handy oder so? Das ist euer Bildschirm kleiner. Weil auf dem großen Bildschirm sieht man da keine... Also ich sehe keine Arschbacken, sagen wir mal so. PC, okay. Interessant, was ihr so seht. Oh Gott. Ja, das Level mag ich überhaupt nicht. Das Problem ist, wenn man zerquetscht wird, dann verliert man ein Leben. Das ist ja erstmal nicht so schlimm. Das Problem dabei ist... dass man halt das ganze Level nochmal machen muss. Und dann immer wieder hier durch sich bomben darf. Aber wir haben es geschafft. Wir haben 20 Coins. So, das hier ist sehr Castlevania-esk. Man kennt es aus Castlevania 1 vom Game Boy unter anderem. Hier muss man aber den... das muss man zerstören, sonst verliert, sonst stirbt man. Aber ab jetzt ist es nur noch YOLO. Einfach nur nach rechts laufen und man wird gewinnen. Auch wenn es kurz so aussieht, als ob es nicht klappt. Es klappt. Ja, und hier kriegt man nochmal drei Herzen. Die brauche ich aber alle nicht. Und der Boss! Man muss hier diese Wand immer auf ihn drauf schießen. Genau wie er es versucht mit seinem Hammer. Es ist ein Geben und Nehmen.
Okay, erste Phase geschafft! Okay. Der Boss ist doch von Mega Man. Ja, das ist auch wie... Oh! Auch wenn das Spiel nicht von Capcom ist. Von Capcom. Hat es so ein paar Parallelen. Shit, wir sterben gleich. Okay, aber nicht mit mir. So, jetzt können wir... Ja, es ist halt jetzt die letzte Chance für Minispiele. Also, oder beziehungsweise die letzte Chance, um Coins auszugeben. Also es wäre jetzt halt auch blöd, wenn wir es nicht machen. Können ja einmal, also wenn ich jetzt hier viele Leben hole, probiere ich nochmal. Jawohl, ey, Stick'em ist so unnötig. Da reg ich mich, da ärgere ich mich nur. Vielleicht soll ich es nicht machen. Hier, direkt ein Leben. Shit. Okay, da oben sind wahrscheinlich drei Leben drin. Das versuche ich zu holen. Wie hatten der nicht ge- also, hä? Wieso sind das alles nur eine? Das müssen noch mehr Leben sein. Shit, egal. Sieben Leben auch nicht schlecht. Ich glaube, ich habe mehr Zeit in den Minispielen verbracht, als in den eigentlichen Leveln. Aber dann ist es halt so. Jetzt noch drei Leben hier oben. Jawohl! Waren wirklich drei Leben. Oh. Und das war nur einer, ja, ist klar. Ey, nicht schlecht. 16 Leben wieder. Okay. Level 8. Ich glaube, das ist das letzte. Wir haben 62 Leben. Streng mich an. Oh, der erste Part ist tatsächlich nicht so leicht. Ich hoffe, ich schaffe das. Ich nehme hier nämlich, Damage. Bewusst. In Kauf. Ich glaube nämlich, das macht das Level leichter. Ja, sehr schön. Hat alles geklappt, wie ich es wollte. Ja, Coins müssten eigentlich egal sein. Ich glaube, dass man hat keine Chance mehr auf Minispiel. So, und jetzt geht's hier. Muss man ein bisschen blind reingehen in diese Situation. Und weiß nicht so richtig, was kommt. Wie der Turbotunnel. Wo habe ich gerade. Wieso habe ich gerade Schaden genommen? Naja, wieder gut gemacht. Oh! Ja, fair. Okay. Oh! Woher soll man es wissen? Okay. Ich glaube, hier oben gibt es noch... Oh nein! Eine Vollheilung. Aber die sollte ich natürlich jetzt langsam mal... Wieso habe ich Umbrella ausgewählt? Ich brauche... Bat. So, hier oben ist nochmal eine Vollheilung.
Ich habe ja schon alle Herzcontainer, von daher kriege ich jetzt nicht noch einen mehr, leider. Oh, das war nicht schlecht. Ja. Nice. Schade, dass ich gestorben bin, wegen zwei irgendwie am Anfang, wegen dummen Fehlern. Sonst wären wir gerade auf einem guten Kurs für einen No-Death-Run. Ich weiß gar nicht, ob man den machen muss für Retro-Achievements. Aber das wäre schön gewesen. Hier drehen ein paar Gegner durch. Kann man aber gut ausweichen. Ah ja, das hier. Bei den Gegnern nehme ich gerne die Homing-Attack. Einfach weil ich mich da um nichts kümmern muss. Außer auszuweichen. Da sind die ganz angenehm zu spielen. Hier ist ein kleiner Troll. Jetzt hier im nächsten Block geht der Boden einfach weg. Kommt denn jetzt? Ich bin mir gar nicht sicher, ehrlich gesagt. Hier läuft man einfach durch. Ja, oder auch nicht. Aber man kriegt eine Vollheilung direkt danach. Von daher alles gut. Aber wobei, jetzt kommt so ein kleiner Troll. Wenn man hier nicht nämlich den Schirm aufspannt, dann wird man sterben. Weil wenn man versucht, den Gegnern auszuweichen, ist man zu langsam. Man muss einfach durchlaufen. Ja, und dann ist man tatsächlich schon beim letzten Boss. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob man hier einen Checkpoint hat. Aber wenn ja, dann haben wir jetzt 62 Versuche. Ich gebe mein Bestes. You again, tiny one. This time you'll feel the power of love. King Garamoth, ruler of space. So, schon mal aufladen. Ja, das ist ein Eierkopf. Auch wieder passend zu Ostern. Man muss hier erstmal zwischen seinen Beinen bleiben. Und dann muss man aber zwischen seinen Beinen weg. Und dann... Bam! Einen reinballern. Man kann auch zweimal treffen. Das war dumm. Wenn man schnell ist. Aber dass ich da getroffen wurde, war schon mal ziemlich dumm. Oh, zwei Treffer. Okay, das war schnell. Oh nein. Oh, ich habe noch dran gedacht, ich muss unter ihm weg, wenn er deinen Scheiß macht. Ach, fuck, jetzt habe ich nicht reagiert. Das Ding ist, der macht manchmal so Mini-Hüpfer. Und da musst du wirklich sehr genaues Timing haben, um da nicht getroffen zu werden. Und ob er die Mini-Hüpfer macht, ist halt zufällig. Jeder dritte Sprung ist ein hoher Sprung, wo man ihn auch treffen kann. Aber die ersten beiden muss man ein bisschen Glück haben, dass er diesen mittleren Sprung macht. Okay, bisher haben wir Glück. Oh yeah. Das war ein das war ein kleiner Sprung. Nein! Wieso macht er denn nochmal? Hä? Und jetzt treffe ich ihn nicht. Warum macht... okay, es ist nicht jeder Dritte offensichtlich. Aber wir haben gewonnen. Immerhin, ey. First try. GG. Kid Dracula has bravely conquered King Garamoth. 62 Leben hatten wir nur noch. Piece of cake. Dank fürs GG.
Let's go home. Robot Factory. Ja. Also, ich weiß nicht. Wenn man weiß, was auf einen zukommt, ist das Spiel schon sehr leicht. Ja. Was soll man sagen? Aber es macht auch Spaß. Oh, guck mal, die ganzen Fledermäuse, wie sie hinter uns her geflogen kommen. Danke, danke fürs GG. Ich habe nichts mehr zu trinken. Ja, Credits. Ja, ey, durch die verschiedenen Fähigkeiten, die man hat, hat das Spiel so, zumindest so einen kleinen, so ein bisschen, so einen kleinen gewissen Wiederspielwert. Also man kann zumindest sagen, hey, man spielt nur mit dem normalen Schuss oder so. Wobei, manchmal muss man, glaube ich, auch die Fledermaus nehmen. Oder die Bombe, aber... Ja. Ich verstehe halt nicht, wieso die Minispiele so albern sind. Warum dieses blöde Stick'em da ist, wo du mit viel Glück vielleicht ein Leben bekommst. Und dann hast du dieses hier Jump and Pop oder wie es hieß. Und da kriegst du einfach mal 16 Leben, ohne irgendwie dich groß anzustrengen. Ja. Ich glaube, das Einzige, was dir hier passieren kann, ist, dass du... Okay, wer bist du? Master, I told you to be careful with your father's umbrella. Yo, Metal Dirk. Prost! At least I brought it back. Danke fürs GG. The worst is yet to come. Hihihi. The end. Ja, ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man tatsächlich irgendwann mal Game Over geht. Und ich glaube, ich bin mir aber nicht sicher, dass man dann seine Herzcontainer verliert und seine Münzen. Und dann kann es sein, dass du in so einen Zustand gerätst, wo du vielleicht in Probleme kommst. Aber Sterben an sich ist erstmal nicht schlimm, weil du kommst ja am Checkpoint raus und verlierst nichts. Okay, ich habe leider keine Möglichkeit, hier rauszukommen, deswegen mache ich mal einen Restart. Ja. Und wenn du halt so schnell, mit so wenig Aufwand, über 50 Leben bekommen kannst, und du kannst ja auch Coins farmen. Ja, ich meine, wenn man wirklich Probleme mit diesem Spiel hat, dann farmt man halt in der ersten Stage 99 oder 100 Coins und holt sich halt 1 Milliarde Leben. Dann funktioniert das schon. Von daher, ja, das war Spiel 408 namens Kid Dracula. Mit Abstand das beste Spiel des Tages. Vor allem im direkten Vergleich zu Pocahontas. Aber ich glaube, das ist auch nicht besonders schwer. Und ja, Tennis war ja okay, aber... Ja, das ist schon ein Spiel, das sollte man mal gespielt haben. Ich glaube, es ist, wenn man es jetzt kaufen möchte, ein etwas teureres Spiel. Aber, ja... wie gesagt, ultimativ kann man es ja auch über andere Wege beziehen. Ich glaube, das kann man auch über die Switch, über den Online-Dienst spielen. Bin mir aber gar nicht so sicher. Fast so schnell durch wie Pocahontas, aber ja, ey, das... Pocahontas war halt nur so lang, weil es so ultra langsam war. Hätte Pocahontas eine Geschwindigkeit, also eine Bewegungsgeschwindigkeit, wie hier Kid Dracula, wäre man wahrscheinlich in 20 Minuten durch. Und naja, das wissen die wahrscheinlich. Oder das haben sie gewusst. Deswegen, oh, das Spiel ist so kurz. Wie können wir das denn künstlich in Länge ziehen? Ey, komm, lass ihn einfach irgendwie ein halbes km/h laufen. Und dann wird das schon. Und auf jeden Fall. Also ich glaube, die sind auch gar nicht... Kann ich das sehen? Wahrscheinlich nicht. Nee, auf die Schnelle nicht. Wie weit die von den Jahren her auseinander waren. Aber ja. Aber ich muss auch sagen,
ich würde gar nicht auf die Idee kommen, vom Gameplay her, dass dieses Spiel mit Castlevania irgendwie zusammenhängt. In der ersten Stage hast du vielleicht noch so ein bisschen... Da wirkt das Level wie von Castlevania 1, der Eingang vom Schloss und so, aber danach... Also... Die haben echt gar nichts gemein. So,